gesagt, für Fragen sind sowohl Rebirth als auch die Jungs von, vom Action Sports Paintball Feld immer offen. Also geht auf die Leute zu, die beißen nicht. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das Team Captains Meeting ist schon gewesen. Wir haben noch ein paar Spieler auf dem Feld, die hier gerade Field Reading machen. Ich sehe Jerseys von den Smoking Balls. Dann kann ich sehen, dass da hinten gerade an der rechten Base ein Team in hellblauen Jerseys noch ein kurzes Fotoshooting mit RR-Shots hat. Also unsere gute Regine ist heute auch wieder hier, Gott sei Dank, und macht uns Fotos. Ja, dann einen kurzen Überblick, was wir heute zu sehen bekommen. Die Hot Paints Berlin sind da, Smoking Balls habe ich ja schon erwähnt. Die Bad Minions spielen, Hypnotics of Paint aus Angermünde sind da. Kann mir der Marshall verraten, ob die Woodcheeps eingetroffen sind? Nee, hat noch keiner gesehen. Ja, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass hier ein Team leider nicht starten wird. Nämlich die Woodcheeps Brandenburg. Jedenfalls hat sie noch keiner gesehen. Ich habe sie beim Team Captains Meeting leider auch nicht entdecken können. Was also bedeutet, dass die Spiele ausfallen werden. Jetzt haben die Marshalls die Spieler aufgefordert, vom Feld zu gehen. Das heißt, gleich besteht auch Maskenpflicht. Ja, wen haben wir hier noch? Go Paintball Garzau, die Kullerkekse, die dicken Bäuche, Crazy Dogs. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Kullerkekse finde ich ein herzhaftes Moin Moin, kam da gerade vom Feld. An alle Durchgeknallten, um Himmels Willen. Roter Baron haben wir aus Felten. Sie sind auch hier. Und Nasty aus Berlin ist auch da. Ich habe mich heute früh mit den Teams mal ein bisschen unterhalten. Wir haben hier Teams bei, die schon viele Jahre Bezirksliga spielen. Einfach um als Team so in regelmäßigen Abständen mal ein bisschen in die Liga reinzuschnuppern. Gar nicht, weil sie hier irgendwann mal die Meisterschale in den Händen halten wollen, sondern einfach, weil sie Spaß am Spiel haben. Dann weiß ich, Hot Paints zum Beispiel, die gibt es schon sehr lange, seit 2010. Haben bisher aber immer nur Fun-Turniere gespielt und haben sich jetzt dieses Jahr ein Herz gefasst und möchten in die deutsche Paintball-Liga mal hineinschnuppern. Haben sich deswegen für die Bezirksliga gemeldet, haben jetzt also gleich praktisch das allererste Spiel hier in der neuen Saison. Das allererste Mal Liga. Die Jungs sind mehr oder weniger aufgeregt. Es war heute früh ganz lustig, sich mal mit denen zu unterhalten. Ich glaube, die sind schon ein bisschen nervös. Ja, zum Layout. Ihr werdet in London, in 3 Wochen werdet ihr es wiedersehen. Ich habe mit einigen darüber gesprochen, die haben ja nun auf dem Layout schon trainiert. Das klappt mal mehr und mal weniger gut. Also Fakt ist, da braucht man glaube ich nicht drüber streiten, dass im Dreimann-Format, wenn da ein Spieler wegbricht, dann wird es schon eng. Nicht wie im Fünfmann-Format, das kann man immer noch ein bisschen kompensieren, aber im Dreimann-Format ist es wirklich so, da zählt jeder Spieler. Erzähle ich euch aber wahrscheinlich nichts Neues, wisst ihr alle selber. So, da hinten werden die ersten Markierer nochmal über den Kroni gejagt. Ich kann sehen, Hot Paints haben ein schwarz-rotes Jersey, spielen gegen die Smoking Balls, die in einem wunderschönen Grün brillieren. Da sehe ich gerade noch an der Sideline einen Spieler zum Eingang hechten. Und dann wird es wohl auch in wenigen Augenblicken losgehen. Mit dem ersten Spiel in der Bezirksliga in Garzau 2016. Wir dürfen also gespannt sein. Ja.
Alles klar. So. Also Hot Pains scheint komplett an der Base zu stehen. Die starten von rechts. Smoking Ball. Entschuldigung, Smoking Ball. Von links. Ich werde dann gleich, wenn sich die Gelegenheit mal bietet, den Marshall fragen, was mit den Spielen von Woodcheeps ist. So, erstes Spiel in der Saison für die Bezirksliga. Die ersten 10 Seconds sind ausgerufen. Und da geht es los. Die Smoking Ball, beide Teams direkt ins W durchgestartet. Smoking Ball sehe ich im T-Pack Corner. Haben den ersten Spieler verloren, G1 bei den Smoking Balls. Ich kann von Hot Pains eben gerade leider niemanden. Die haben auch mindestens G1. T-Pack Corner ist besetzt und ich kann den zweiten Spieler von den Hot Pains leider gerade nicht sehen. Aber die Smoking Balls sind auf alle Fälle noch im W und im T-Pack Corner. Beide T-Pack Corner sind noch besetzt. So. Der W-Spieler scheint. Ach, im Mini-W von Hot Pains ist auch jemand. Ist aber clean gewesen und der rückt vor in die Snake 1. Snake 2. Eigentlich hätte er direkt durchgehen können in die Snake 50. So, Smoking Balls hat das T-Pack, ist jetzt im T-Pack 2. Der W-Spieler von den Smoking Balls ist raus und der Snake-Spieler von Hot Pains ist raus. Das heißt, wir haben hier schon unsere erste 1-on-1-Situation. So, wir sind jetzt mal gespannt. Wir dürfen ja immer nicht vergessen, wir spielen hier im M500-Format. Das heißt, Paint ist begrenzt. So, 1-on-1-Situation. Immer noch T-Pack 2 und T-Pack Corner. T-Pack Corner bei Hot Paint hat jetzt aufgemacht in T-Pack 3. Ich kann es leider nicht sehen. Ja, T-Pack 3 und wurde gerade outgecalled. Was bedeutet, dass der Spieler von den Smoking Balls jetzt theoretisch buzzern gehen könnte. Der hat aber hier die Ruhe weg, hat gerade nochmal nachgepottet, ist sich wahrscheinlich nicht sicher, ob er alleine auf dem Feld ist oder nicht. Seconds wurden von den Marshalls angezeigt. Jetzt wäre er fast über seine eigenen Füße beim T-Pack gestolpert. Das habe ich natürlich auch noch nicht gesehen. Jetzt geht er auf der T-Pack-Seite, ist er gerade runtergelaufen und geht buzzern. Das heißt, wenn die Marshalls ihn jetzt checken und er clean sein sollte, wovon ich ausgehe, dann haben die Smoking Balls hier gepunktet. Ja. Und er wird noch gecheckt und clean gecallt. Damit haben die Smoking Balls das erste Spiel in der neuen Saison gewonnen. Ja, also auch in der BZL ist es so, dass das M500-Format gespielt wird. Das bedeutet, zwei Pötte und ein Hopper werden gespielt. Der einzige Unterschied zu dem Rest der Liga ist, dass hier halt noch ein Dreimann-Format gestartet wird. Zwischenzeitlich haben wir immer mal Einblick in die Pitboxen, was da gerade so los ist. Als nächstes würden theoretisch die Bad Minions gegen die Woodcheeps spielen. Jetzt hat mich aber auch leider der Marshall verlassen. Ich weiß also nicht, ob die Woodcheeps endlich da sind oder nicht oder wie das jetzt hier kompensiert wird. Wir lassen uns überraschen. Ich habe ein Auge darauf, wann der Marshall zurückkommt.
Ja, war auf alle Fälle ein relativ zügiges Spiel. Wir werden mal schauen, ob das heute den Tag über so bleibt oder nicht. Okay, die Woodsheeps sind im Moment noch nicht da. Spotty hat gerade Bescheid gegeben. Ist natürlich schade, wenn man gleich den ersten Spieltag nicht glänzen kann, beziehungsweise eher durch Abwesenheit glänzt. Das ist natürlich eher schade und auch für das Team ungünstig. Dadurch fehlt natürlich ein ganzer Spieltag. So, da scheinen die Marshalls sich gerade zu beraten, wie jetzt verfahren wird. Ich werde es euch verraten, so wie ich Bescheid weiß. Sollte das Spiel jetzt allerdings ausfallen, dann spielt Nasty Berlin gegen die Hypnotics of Paint aus Angermünde. Müsste jedenfalls dann so sein. Wir lassen uns da mal überraschen. Ansonsten ganz klar an euch nochmal der Aufruf. Es ist schönes Wetter, es gibt hier immer was zu essen und zu trinken. Man kann hier gut sitzen und sich ein bisschen unterhalten. Also solltet ihr nichts zu tun haben und vielleicht nicht unbedingt 2 Stunden weit weg wohnen, dann setzt euch ins Auto und schaut bei uns vorbei. Wir würden uns da wahnsinnig drüber freuen. Und wenn ich jetzt mich nicht vergucke, dann laufen da die Hypnotics of Paint aufs Feld. So, jetzt kommt hier gerade wieder ein Marshall. Hey, Marshall! Die Spiele der Woodsheeps fallen komplett aus. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade verstehen konntet. Ich werde es gleich nach der Begegnung nochmal für euch wiederholen, was zum Thema Woodsheeps gerade beschlossen wurde. So, Hypnotics of Paint von rechts und die Nasty Gang von links. Alle Spieler live. So, wir haben die Nasties. Da macht der Spieler gerade den Move ins W. T-Pack 2 ist besetzt und das Mini-W auf der Snake-Seite ist besetzt. Bei den Hypnotics habe ich auch keinen G gesehen. Das heißt, da müssten alle drei immer noch live. Nein, die haben G1. Nessie hat auch G1, das heißt Two-on-Two-Situation auf dem Feld. Two-on-One-Situation auf dem Feld. Hypnotics sind gerade in der Überzahl, haben auf der T-Pack-Seite einen Spieler und im Tempel auf der Snake-Seite. Jetzt move der Spieler in die Snake 2 und kommt clean an. Der Sp Hypnotic schon übers T-Pack 50 hinaus auf der Seite von Nasty und am Pack erwischt. Ganz deutlich gesehen. Outgecalled. Ja, auch das war eine eher schnelle Runde. Es überrascht, also ich bin ganz ehrlich, es überrascht mich. Ich habe sehr lange keine BZL mehr geschaut. Es überrascht mich, dass die Spiele hier doch so flott gehen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ich hätte da tatsächlich ein eher defensiv zurückhaltendes Spiel erwartet, wo viel mehr hinten drin gesessen wird, viel geguckt wird, aber
Ja, so, also der Marshall hat mir mitgeteilt, da die Woodchips noch nicht hier sind, wird jetzt gerade geguckt, ob da eventuell ernsthaft irgendwas passiert ist oder woran es liegt, dass sie nicht da sind. Und solange sie nicht da sind, wird natürlich mit Automatic Point gespielt. Das bedeutet, dass das Team, gegen das sie theoretisch spielen würden, den Punkt bekommt. In diesem Fall kann ich die Bad Minions beglückwünschen. Die hätten das erste Spiel gegen die Woodchips gehabt. Die gehen mit dem Sieg hervor. Und so wird jetzt erstmal verfahren, entweder den ganzen Spieltag oder bis die Woodchips hier erscheinen. So, im nächsten Spiel sehen wir die Kullerkekse gegen das Team von Go Paintball. Wer es nicht weiß, das ist das Feld oben auf dem Bunkerberg und die Armen, die, ich weiß gar nicht, wie ich das nett umschreiben soll, sie selber haben sich Arbeitsschimpansen genannt. Die netten Jungs, die da oben auf dem Feld wirtschaften, haben ausnahmsweise mal von ihrem netten Primo Urlaub bekommen, um hier an dem Spieltag teilnehmen zu dürfen. Das sind die Herren im schicken Pink, Magenta. Irgendetwas entzieht sich meiner Farbskala. Ja, und die spielen gegen die Kullerkekse. Ich finde, das ist für ein Paintball-Team ein ausgezeichnet niedlich. Ach, das sind die Herren in Hellblau. Alles klar, okay. Ich werde nachher mal eruieren, warum die sich Kullerkekse genannt haben. Finde ich aber putzig. Ich hätte jetzt ein Mädchenteam erwartet. Irgendwie einen pinken Jersey mit Cookie vorne drauf oder so. Ja. Das ist auf alle Fälle unsere nächste Begegnung. Die Cola-Kekse von rechts, Go Paintball von links. Hamina? Weiß ich nicht. 10 Seconds sind ausgerufen, damit geht es gleich weiter. Und go. Go Paintball defensiv hinten im Tempel, im Center, im Mini-W. Die Kullerkekse sehe ich auch im Center, die scheinen aber im T-Pack Corner zu sitzen. Wo der dritte Spieler hin ist, kann ich tatsächlich nicht sehen. Dafür steht das Layout für mich zu ungünstig. Kullerkekse haben jetzt den Center aufgemacht, Richtung T-Pack-Seite. Auf beiden Seiten alle Spieler alive. Go Paintball sitzt hinten ganz souverän in der Backline. Flo hat jetzt aufgemacht in die Snake 1. Der Tempel ist in die T-Pack Corner gegangen. Center immer noch besetzt. Der T-Pack Corner bei den Kullerkeksen ist immer noch besetzt. Und Go Paintball verliert gleich zwei Spieler. G2 bei Go Paintball. Damit ist nur noch der Center besetzt. Kullerkekse in Snake 2. Snake 50. Nicht mehr. Oh nein, G3 bei Go Paintball. Also ich habe bei den Cooler Kicks nicht ein G gehört. Das heißt, die Jungs müssten zu dritt alive sein. Gehen buzzern. Ich sehe einen, ich sehe zwei. Drei, sind drei alive. Damit siegen die Cooler Kicks über Go Paintball. Damit sind die ersten vier Spiele in der BZL tatsächlich schon durch. Ich schaue gerade mal kurz. Die Kullerkekse hätten auch als nächstes die Woodchips, was bedeutet, dass die Kullerkekse, sollten sie nicht auftauchen, da tatsächlich den nächsten Punkt bekämen. Wir warten mal ab. So, eben gerade sehe ich die Regina auf mich zuschlendern. Das nächste Spiel wird gemacht von den dicken Bäuchen gegen Roter Baron. Da werden wieder die Gans eingekront. Ich würde euch an der Stelle gerne mal auf das Gewinnspiel schon mal hinweisen. Also auf der Paintball TV-Seite bei Facebook gibt es einen Link zum Landesligaspieltag morgen. Da gibt es ja Gott sei Dank auch Livestream. Und wenn mich meine Informationen nicht, also wenn ich nicht falsch informiert bin, dann wird euch morgen der Junior beglücken. Es gibt ein kleines Paket von Paintball TV mit so
kleinen Aufmerksamkeiten für euch, Laufsocken, Headbands, sowas, was eigentlich jeder Spieler gut brauchen kann. Und alles, was ihr dafür tun müsst, sollt, könnt, ist, den Link auf der Paintball TV-Seite bei Facebook zu teilen und mal in ein paar Worten zusammenfassen, warum ihr der allercoolste Typ seid und warum ihr das Zeug auf alle Fälle haben solltet. Und derjenige mit den meisten Gefällt-mir-Angaben, mit den meisten Likes, der ist am Ende der Glückliche. Also, ran an Facebook, auf die Seite von Paintball TV und den Link teilen. Und mit viel Glück seid ihr am Ende der glückliche Gewinner und könnt euch über ein kleines Paket von Paintball TV freuen. Für alle diejenigen, die am Ende eventuell nicht der Glückliche sind, ihr habt natürlich auch die Gelegenheit, diese kleinen Andenken käuflich zu erwerben. Da würden wir uns sehr drüber freuen. So, hier geht es weiter mit den dicken Bäuchen gegen den Roten Baron. Roter Baron von links. Und los geht's. Ich sehe auf beiden Seiten alle Spieler alive. Snake 1 ist besetzt auf der rechten Seite. Auf der linken Seite nicht mehr. Da ist das G1 gefallen. Bei Roter Baron. Dicken Bäuche von rechts. Die sind schon in der Snake 2 und im Tempel auf der Snake-Seite. Der Spieler geht jetzt vor ins W. Ja, Roter Baron hat leider nicht mitbekommen, dass die dicken Bäuche nicht mehr in der Snake 1 sind und haben den nächsten Spieler verloren. Das heißt, Roter Baron nur noch ein Spieler auf dem Feld im T-Pack 2, der jetzt hier versucht zu überleben. Er hat den Snake-Spieler von den dicken Bäuchen erwischt. Der ist jetzt in der... Zu zweit sind sie jetzt in der gegnerischen Seite gewesen und haben den Spieler erwischt. Er wird gecheckt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da Probleme gibt oder nicht. Nein, Punkt ist gegeben. Für die dicken Bäuche. So, die ersten 5 Games sind durch. Das geht tatsächlich ziemlich flott. Wir dürfen also mal gespannt sein, wann wir heute hier fertig sind. Momentan liegt der Großteil des Feldes noch im Schatten. Das wird sich aber, wer schon mal hier war, weiß, das ändert sich sehr schnell, wenn die Sonne rumwandert. Eben gerade haben wir ein paar Wölkchen am Himmel. Ich habe gesehen, für alle, die sich eventuell fragen, ich habe vorhin gesehen, die Jungs vom Feld haben vorne ein kleines Planschbecken aufgebaut. Also wer sich eventuell denkt, ah, mit den Kindern und ich weiß nicht so richtig, kommt ruhig vorbei. Also die Kinder haben hier Platz zu laufen, zu spielen, zu toben. Draußen im Planschbecken zu sitzen. Macht euch also eventuell einen schönen Ausflugstag daraus. Das nächste Spiel wird gemacht von den Crazy Dogs Brieselang und Hot Paints Berlin. Für Hot Paints ist es das zweite Spiel, für die Crazy Dogs das erste. Crazy Dogs von rechts, Hot Paints wieder im Mini-W, im Center und im T-Pack Corner. Bei den Gegnern ist der Center besetzt. Ich habe noch keinen G gehört oder gesehen, das heißt, alle Spieler sind noch alive. Die Crazy Dogs sind jetzt im Tempel, der zur Snake-Seite hinsteht. Hot Paints hat den Center aufgelöst und ist eine Deckung nach vorne gewandert in den großen Cake. Maya 1 ist besetzt
das war sehr deutlich und sehr laut. Die Crazy Dogs jetzt am W vorbei oder ist er einfach in die gegnerische Seite reingelandet und hat natürlich ordentlich Bälle gefressen. Er hat vermutet, dass da im W jemand steht, da war aber keiner. Scheint aber den Snake-Spieler erwischt zu haben. Also G1 definitiv auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten Crazy Dogs jetzt hier im T-Pack. Auf der T-Pack-Seite weit nach vorne gekommen. Aber da hat er gekriegt von der Corner von Hot Pains. Da fehlen die Ansagen bei Hot Pains. Die Jungs kommunizieren nicht miteinander. Ansage! Der T-Pack-Spieler hat keine Ahnung. Und der Spieler, der gerade über die Snake-Seite runterrennt, wollte das Feld klären, hat aber keine Ansage gemacht. Das hätte auch in die Hose gehen können. Hot Pains sind buzzern gegangen. Wenn sie clean gesprochen werden, geht diese Begegnung an sie. Ja, ich muss, glaube ich, meine Aussage von heute früh revidieren. Das ist mir sehr unangenehm. Das scheint immer noch das Bitburg-Layout zu sein. Und ich habe hier schon erzählt, das ist das London-Layout. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ja, das scheint immer noch das Bitburg-Layout zu sein. Natürlich, die BZL hat es ja noch nicht gespielt. Macht Sinn. In der nächsten Begegnung werden auf der rechten Seite die Hypnotics of Pain starten und von links die Smoking Balls. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch ab und zu mal in den letzten Jahren zum Eurobig Game gefahren ist. Die Smoking Balls sind da sehr bekannte Gäste, eine sehr lustige Crew, die da immer für super Stimmung sorgen, die auch immer ein mega krasses Zeltlager irgendwie haben. Das ist sehr urig mit Wegsperren und Passkontrolle und allem drum und dran. Also Mords Gaudi, ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, irgendwie in Kontakt mit den Smoking Boys zu treten, macht das. Trinkt ein Bier mit denen, die sind für jeden Schabernack zu haben. Und wenn man von ihnen spricht, sie stehen zu meiner Linken auch wieder an der Base, beratschlagen sich nochmal kurz. Und auf der rechten Seite Nautics of Paint aus Angermünde. Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, wo Angermünde ist. Aber man kann ja nicht alles wissen. So. Wir erwarten die 10 Seconds. Da sind sie. Siebte Begegnung. Und go. Smoking Balls mit einer Lady am Start. Und ich kann euch sagen, die trinkt euch so unter den Tisch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, auf beiden Seiten, alle Spieler scheinen alive zu sein. Dame von den Smoking Balls im T-Pack Corner. Das W ist besetzt. Smoking Balls in der Snake. Hypnotics haben den Snake-Spieler verloren. Der hat in der Snake 1 gesessen. Center ist noch besetzt. Der Smoking Balls G1. T-Pack Corner ist abgeflogen, Smoking Balls in der T-Pack, in der Snake 50 und im W. Hypnotics haben immer noch den Center besetzt. Snake wurde nicht nachgeladen, geht auch eben gerade schlecht, weil die Lines dafür ungünstig stehen. Haben den Center-Spieler jetzt auch erwischt. Was bedeutet, Hypnotics haben nur noch einen Spieler auf dem Feld. Das muss er jetzt ganz... man kann das noch machen. Two-on-One-Situationen haben wir auch im Fünf-Mann-Format ganz oft. Das kann man machen. Hat er aber nicht. Smoking Boys haben also auch, dieses Spiel für sich entschieden. Time, er hat gebuzzert. Na, wird der Punkt gegeben? Da wird sehr energisch an dem Spieler rumgefuchtelt. Aber erst clean, Punkt. Punkt wird gegeben. So, in der nächsten Begegnung hätten wir wieder die Woodsheeps.
Da diese nicht da sind, gibt es einen Automatic Point für die Cola-Kekse. Das wäre dann schon der zweite Sieg, in Häkchen der zweite Sieg für sie an diesem Spieltag. Ja, theoretisch sehen wir dann in der 9. Begegnung die dicken Bäuche gegen die Jungs von Die Nasty Berlin.